Wo ist wer? Wer ist wo? Wir machen wo jetzt ist weiter? Nein, wir machen jetzt weiter. Wo ist weiter? Übrigens, wir prollen mal rum. Wir haben eine total stylische Tastatur. Die leuchtet im Dunkeln. Sie leuchtet blau und ist von einer Seite rot. Toll. Ja, so viel Geld haben wir schon mit dem Kanal verdient, ne? Natürlich nicht. Das ist ja eigentlich eine freie Angelegenheit. Ja. Obwohl, stell dir vor, du würdest dein Geld damit verdienen können, dass du Let's Plays machst. Das wäre ziemlich, ziemlich fett. Obwohl, dann würde es, glaube ich, auch nicht mehr so lustig sein. Kann ich unter Wasser Flammen entfernen? Nein. Nicht? Auf keinen Fall. Aber der Kaffee ist gut. Like. Eis und der Sonnenschein. Ja, Sonnenschein hatten wir heute wenig zu genießen. Wir nach dem Todesberg ins Skaldhudehaus gehen wollten. Das haben wir jetzt verpatzt. Ja, ich hab's gesagt. Egal. Seid uns nicht böse, das holen wir vielleicht noch nach. Und ich habe gesagt, vielleicht. Das heißt nicht, ja. Nee, aber wir haben ja schon viele gefunden und vielleicht hat man noch was, ein schönes Goodie bekommen. Ich weiß, was es als nächstes gibt und das bringt uns eigentlich jetzt wirklich persönlich gar nichts. Dann weiß ich es auch. Was machst du? Auf der falschen Seite hochgehen. Na, hier in dem Tempel ist, glaube ich, ein Kompass ziemlich gut. Kompass? Kompa. Und auch noch eine Trühe. Nur weil ich es kann. Ein Schlüssel, dann kannst du Türen öffnen. Was? Und tauchen. Einfach schwimmen, schwimmen. Wie das aussieht. Und hoch. Da sind wir wieder. Und noch weiter hoch. Und noch weiter hoch. Ja, der Schlüssel, den die meisten Leute immer vergessen in diesem Tempel. Deshalb bei dem Remake findet ihr auch beim Wassertempel so Streifen an der Seite und die signalisieren euch quasi an, wo man den Wasserstand wechseln kann. Ne? So also bunte Streifen waren das oder nicht? Wir zeigen an, wo die Stellen sind. Zeigen dir, was für ein Wasserlevel du gerade hast. Genau, das ist nochmal ein bisschen visualisiert auf der 3DS-Version und dadurch auch noch ein bisschen einfacher. Nicht viel einfacher, aber da kannst du auch ja. Nein. Aber da kannst du ja. Bei den anderen brauchst du erstmal das Key-Item von dem Tempel. Ach so. So, hier warten wir. Hier kommt noch einer von oben runter. Schützt dich. Schießt doch total einfach. Da. Boah, voll in den Bauch. Die machen aber auch einen Lärm, die Viecher. Und schon wieder ein Zeitlimit. Ja, ich glaube, du gehst aber ganz schön straight forward in den Tempel. Das sieht echt aber sehr gut aus. Das sieht, wollte ich noch nicht machen. Sieht sehr professionell aus, was du da tust. Ich weiß nicht, ob ich hier schon hin wollte. Ich muss auf jeden Fall noch was in der Mitte machen. Da fängt's an. Da lobe ich einmal den Strike und dann sowas. Totale Verwirrung. Da rechts warst du schon? Nee, hier muss ich. Da bist du gleich hin. Oh, egal. Ja, hier muss jetzt irgendwo der Stein sein zum Schieben. Stell dir mal vor, die hätten echt so ein.
kompletten Tempel designt bei Skyward Sword, der so ein bisschen ist wie bei Mario Galaxy 2, so eine Welt, dass du irgendwie echt rumlaufen kannst auf dem Kopf und sowas, wäre auch noch ziemlich geil. Man kann es nur übertreiben. Ja, aber ich könnte mir sowas noch vorstellen. Kommt bestimmt im nächsten Zelda. Ja, da kriegst du Zero Gravity Boots. Ja. Cheater. Soll ich dir noch einen kleinen Witz zum Besten geben? Ja, deine Witze sind immer die besten. Ja, pass auf, halt ich fest. Herr Opa, da ist ein H in meiner Buchstabensuppe. Ich fand den gut. Boah, wie gerne ich mich mal prügeln würde. So, oder weißt du, warum Ganondorf das Internet so hasst? Weil es da ganz viele Links gibt. Ja, wie ihr seht, hat dieses Let's Play auch einen ziemlichen Entertainment-Faktor, würde ich sagen. Unbedingt. Ich glaube, ich muss mal an dein Gesicht ranzoomen. Ja. Genießt jetzt einfach mal Strike. Das sieht so gruselig aus. Was passiert, wenn ich jetzt den Auto-Striker anschalte? Geht's den Auto-Striker? Ja, ich guck mal, was der... Nee, der Auto-Striker ist jetzt ziemlich fail, weil die Lichtverhältnisse sich geändert haben. Aber wenn ich den Auto-Striker über das ganze Bild strikern würde, dann hätten wir den Auto-Striker als Striker-Striker ganz über das Bild gestrikt. Hast du schon Striker gesagt? Nein. So. Ich befreie meinen Striker. So. Jetzt sind wir wieder zu zweit. Zu zwei. So. Nein, warte. Guck mal, ich hab dich jetzt so abgelenkt, dass du nicht mal weißt, was du getan hast. Nein, ich weiß, was ich machen muss. Aha. Ha, noch ein Schlüssel, den jeder vergessen sollte tun. Aber zum Glück du nicht. Man hat mal Pech, man hat mal Glück, man hat mal mich. Das Lustige, so ein bisschen Background-Wissen, wir haben uns die ganze Zeit darüber überlegt, wer von uns beiden einen Wassertempel machen will. Und Striker so, nee, mach du den besser, ich hasse den wie die Pest und so. Ich hasse den auch, aber er ist trotzdem cool irgendwie. Ach, ich weiß nicht. Also ich habe definitiv auch nie so... ich weiß, was du machst, ja. Das ist auch ein... Ja, den habe ich zum Beispiel schon mal sehr oft vergessen. Also der ist, finde ich, noch schlimmer als der andere unter diesem Plattform-Ding. Aber gibt es da echt einen Schlüssel? Da gibt es irgendwie was groß. Ich glaube, da gibt es eine Karte oder einen Kompass. Wir haben die Karte und den Kompass. Haben wir? Ja, beides. Natürlich, wusste ich. Hast du eine kleine Schuhe, das ist ein Limpet. Pumuck! Alright. Okay, Pumuck. Hör's auf damit. Nee, ich brauche den Louis da. Und. Obwohl. Aber wie macht's mir Sorgen, dass wir so viele Schlüssel übrig haben bisher? Werden wir aber noch brauchen. Das ist jetzt erst der zweite Part vom Wassertempel, ne? Ja. Komm schon. Das wäre natürlich peinlich, wenn du den schneller durchspielen willst als ich den Feuertempel. Aber der Feuertempel war schon recht gut. Der war schon recht schnell. Der Waldtempel war auch übrigens sehr gut. Ja. Ja, den hast du echt gut gemacht. Wenn ich dich mal loben darf. Ah, auch eine schöne Kameraperspektive mit dem Pettennamen. Mit dem Petten. Genau das, ne? So, nicht anders. Ich habe letztens ein YouTube-Video gefunden, das ging über eine Stunde. Ja. Ich frage mich, wie es echt geht, ja. Das war so eine Reportage oder sowas. Über eine Stunde. Ich kriege ja bestimmte Leute eine Sonderrechte. Ja, das kann auch sein. Hast du ein Glück. Das erste Mal hast du da seelenruhig unten gewartet, jetzt hast du nicht gewartet und du bist beinahe runtergesegelt. Beim zweiten Mal habe ich auch nicht gewartet. Da bin ich hochgefahren, der ist an mir vorbeigefallen. Nee, du hast den Bauch geschossen. Beim zweiten Mal bin ich einfach an dem vorbeigefahren.
Ich habe, glaube ich, gerade mit den Einstellungen gespielt. Du hast einfach einmal nicht aufgepasst. Ja. Ist halt wie in der Schule, wenn man in der letzten Reihe sitzt, dann kriegt man nichts mit. Oh. Das sah gerade aus, als würde das lecken, ne? Hat auch geleckt. Hat geleckt? Ja. Warum? Kommst nicht hin. Auf nicht, ne? Auf keinen. Aber dann ist irgendwo eine Tür mit. Ich glaube, du musst auf jeden Fall noch was in der Mitte machen, da bin ich mir sicher. Das ist der Eingang, ne? Das ist der Eingang, richtig. Ja, da, ist eine Schlüsseltür, links. Ja, weiß ich doch. Was ist hier einer für Papa? Warum ist das Ding auf? Jojo! Jojo, jojo, jojo. Und am Ende von dem Gang ist noch eine Tür mit dem Schlüssel. Den hat man normalerweise nicht. Genau. Aber den hast du jetzt zum Glück. Ich glaube, da kommt auch dann ein etwas fieserer Gegner. Der fieseste und tollste Gegner. Der Endgegner aus Zelda 2. Das ist der letzte Endgegner aus Zelda 2. Und wer jetzt Zelda 2 gespielt hat, weiß, wovon ich rede. Das ist ziemlich knapp, was du da tust. Heya! Ist auch nervig, dass man sich immer nur an einem Ding hochsneaken kann. Aber so ist es gewollt von den Entwicklern. Stell dir mal vor, es gibt ein Zelda, wo du einen doppelten Endhaken hättest. Ach Quatsch, Blasphemie, es gibt's nicht. Geschafft. Ja, und weiter geht's. Ach, ich habe übrigens vor dem Mumpitz erzählt, da ist noch gar kein böser Gegner hinter. Den Raum vergesse ich auch immer. Siehst du? Deswegen höre ich schon gar nicht mehr auf dich, wenn du sagst, ja da oder da, das und das vielleicht. Oh. Überleg mal, wie viele Zelda-Lösungen in meinem Kopf abgespeichert sind, die auch durcheinander geraten können. Vor allem, wenn man Master Quest nochmal gespielt hat und dann das Spiel nochmal gespielt hat. Hast du Master Quest durchgespielt? Ja, hab ich. Ekelhaft. Kann ich dir sogar beweisen. Ich hab, glaube ich, den Safe noch. Ja, okay, den will ich sehen. Okay. Hab ich doch nicht mehr. Was hätte ich davon, es zu sagen, obwohl ich es nicht getan habe? So, also wirklich schwieriger ist das Spiel nicht, es ist einfach nur total undurchdacht. Also die Rätsel sind nicht wirklich schlüssig. Das macht es doch schwieriger, oder nicht? Ja, aber es ist nicht mehr so logisch wie bei Ocarina of Time, sondern es ist echt so, du stehst im Raum, weißt gar nichts, was du tun musst und auf gut Glück findest du dann so also nach einer Stunde die Lösung. Zum Beispiel gibt es im nächsten Tempel, wo wir hin müssen, da gab es eine Passage, da hing so ein silberner Rubin in der Luft, den hast du zum Verrecken nicht gekriegt. Und die Lösung war, von einem Raubschleim dich fressen zu lassen und der spuckt dich aus. Und du musst mit dem Ausspuck, mit der Flugbahn diesen Rubin holen. Und sowas finde ich schon extrem dreist. Genauso wie die Eishöhle, diese Schalter, die du jetzt gerade abgeschossen hast, so einer war oben in der Verzierung drin, in der Decke. Ja. Den sahst du quasi nicht. Und den musstest du quasi abschießen, damit die Tür aufging. Also Scherze. Finde ich gut. Du hast es ja sogar auf dem 3DS, spielst einfach mal. Jetzt habe ich hier schon die schwierigsten Rätsel quasi gespoilt. Obwohl, es gibt noch einen Haufen anderer, die fast genauso schlimm sind. Falls ihr es gespielt habt, könnt ihr auch mal kurz ein Feedback geben, einfach in die Kommentare reinschreiben, wie euch Master Quest gefallen hat. Nein! Oder in die Kommentare schreiben, wie fail ich der Striker sich gerade anstellt. Nein, Scherz. Wer im Glashaus sitzt, ne? Ja, sollte nicht mit Deko-Stäben von einem Block springen. Du hättest mir jetzt nicht gesagt, dass in meinem Kaffee so ein Topic drin ist. Ich glaube, ich hätte es nicht richtig rausgeschmissen. Ich mache wirklich einen mit einem Ultra Bueno Special Awesome. Mach das. Vielleicht sind die Dinge auch schon abgelaufen, verdunstet oder so. Die Geschmackssachen. Aber die sind komplett eingeschweißt. Die sind bestimmt verdunstet.
Falls ihr jetzt fragt, worüber wir reden, ist egal. Es geht um Kaffee-Chopping. Also so Sirup, wo man sich seinen Kaffee gewünscht in bestimmte Geschmacksrichtungen lenken kann. Zum Beispiel, ja, der Minas hat gerade Karamell bekommen und ich habe mir weiße Schokolade, Sahne. Boah. Klingt schon geil. Oh, pass auf. Ach, was machst du? Große Wirbelattacke. So geht's auch. Maggi. Ich glaube, jetzt kommt deine Ja, Rolle. Jetzt kommt meine Rolle. Ja. Das ist er. Ziemlich geil, finde ich die Idee. Wo ist der Schatten hin? Wer ist das denn? Der lehnt. Nee, ich dachte, der lehnt so stylisch am Baum. Ich hab falsche Erinnerung. Oh, jetzt ist er erwacht. Pieks. Ja, das ist der Schattenlink. Von dem gibt's auch eine coole Statue. Mit leuchtend roten Augen. Wie der hier aussieht. Und das Big One-Schritt ist echt easy. Wir können ja mal den Leuten zeigen, wie es ist, wenn man normalerweise gegen den kämpft. Ja, der ist so ein bisschen gespiegelt. Ist so dreist. Also viele Leute hatten dann, wo das Spiel rausgekommen ist und die so weit waren, extreme Probleme mit Dark Link. Das habe ich schon öfters gehört, dass Leute echt Probleme hatten, den zu besiegen. Ich, gruseligerweise, hatte ich keine großen Probleme bei dem. Greedo hat sogar die Nintendo-Hotline dafür angerufen. Kein Scherz. Ich muss dazu nichts sagen, oder? Und der Typ, der dein Telefon hatte, meinte, ohne zu zögern, ohne nachzugucken, ja, benutzt einfach nicht die Zielanvisierung. Und dann hat er es auch geschafft. Ja. Auch geil, also für so eine Hotline, wo du anrufst und sagst, ey, ich bin jetzt gerade hier bei God of War 2 und ich komme nicht weiter. God of War? Ja, keine Ahnung. Ich bin hier gerade bei GTA 4, Mann. Ich komme nicht weiter. Ja, hier steht so ein Auto und so und ich weiß nicht, ob ich da einsteigen soll oder nicht. Oh. Dies ist ein viel besserer Fanghaken. Er reicht doppelt so weit. Ja, jetzt haben wir den Don Mariko. Mui, mui. Und dahinter ist noch ein Stein eingelassen in den Boden. Nein. Ja. Ich hab's geschafft. Was meinst du, hätte der Autostriker dazu gesagt? Ja, ich bin hier und ich spiele ohne Ende. Das ist so geil. Oh. Ah ja, ja, remember. Den Raum finde ich aber echt sehr stylisch. Das ist echt so ein Abwasserkanal im Tempel. Link, sei vorsichtig. Lass dich nicht von den Strudeln erfassen. Lass dich nicht von meinem russischen Akzent erfassen. Hallo, ich bin dafür, dass du neben mir einen russischen Akzent hast. Warum? Warum nicht? Mit die Flasche Bier, die so schön hat geprickelt in meine Bauchnabel. What? Hab ich nie benutzt. Ja, ich will mir die Skulltula holen. Ach so, ja, kannst du aber nicht. Doch, kannst du. Krass. Ja, und dieser doppelt so lange Fanghaken ist natürlich sehr praktisch in diesem Tempel, weil es hier viele Stellen gibt, wo man der ihn einsetzen außerhalb muss. Außerhalb des Tempels, ja. Oh, ich hab keinen Bogen. Du hast keine Pfeile. Nein! Genau deswegen habe ich die Dinger da nie angezogen. Man so voll leicht reinrutschen kann. Dreh ich die ganze Zeit um 360 Grad. Ah, lass dich doch einsaugen, geht schneller.
Warte. Genau. Oh. Na, fast. Das erinnert mich auch an deine GTA 4 Aktion mit dem Auto. Nee, ich hab voll das gute Auto. Über Zaun fahr, in Klippe hängen bleib. Ah, scheiße. Aber hat sich ausgezahlt. Ja, danach fuhr das Auto überall rum, als es da raus renoviert hast nach einer Stunde. Mach voll. Geht das? Awesome. Ach komm. Oh, ich glaube, wir machen an diesem Punkt auch mal eben einen Cut und sagen bis zum nächsten Mal. Danke, ja, das war ja auch so gedacht. Genau, um die Spannung zu steigern. Bis dahin. Bis gleich. Minas und Auto Striker sagen Tschüss. Ja!